Lange ist es her, dass ich das erste Video von so einem Teil hochgeladen habe. Und zwar drei spoilerfreie Leseempfehlungen. Heute ist es endlich soweit. Heute mache ich den zweiten Teil von spoilerfreie Leseempfehlungen hier auf Helter Bücher. Und damit willkommen zurück. Platz 3, das dürfte jeder auf diesem Kanal eigentlich schon mal gehört haben. Maze Runner, beziehungsweise deutscher Titel, Die Auserwählten im Labyrinth. Wie ihr sicherlich schon wisst, ist Maze Runner meine absolute Lieblingsbuchreihe. Da kommt weder Magnus Chase noch Woodwalkers kommt ansatzweise an Maze Runner ran. Und da ich weiß, dass viele von euch Woodwalkers-Fans sind und Maze Runner noch nicht gelesen habe, möchte ich hier sozusagen einen Aufruf dazu machen, denn es lohnt sich wirklich. Aber worum geht's? Ein Junge, ein, ich glaube, 16-jähriger Junge, Thomas, wacht auf und ist gefangen in auf einer Lichtung, welche umgeben ist von einem großen Labyrinth. Mit Thomas zusammen sind noch ganz, ganz viele andere junge Männer, nur Männer, in dieser Lichtung, in diesem Labyrinth gefangen und zusammen müssen sie irgendwie einen Ausweg finden. Die Lage spitzt sich zu, als sie von einer mysteriösen Box, die regelmäßig Essen bringt, kein Essen mehr bekommen, der Himmel sich verdunkelt und ein Mädchen auftaucht. Außerdem wird das Labyrinth beschützt oder bewacht von Monster-Kreaturen namens Griva, die hinten steht, eine Lichtung umgeben. Umgeben von einem riesigen Labyrinth, in dem mörderische Kreaturen lauern. Nun liegt es an ihm, also Thomas, und den anderen Überlebenden, einen Weg in die Freiheit zu finden. Doch die Zeit drängt und nicht alle werden es schaffen. So viel kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten, weil ich, wie gesagt, eine spoilerfreie Leseempfehlungen haben machen will. Dennoch, ich kann euch versprechen, zumindest mir hat es mega gut gefallen, so dass ich mittlerweile auch alle Bücher durchgelesen habe. Und auch alle Filme. Platz 3 geht an Maze Runner. Es lohnt sich. Platz 2 haben wir ein weiteres Fantasy-Epos von Ursula Poznanski. Der etwas neuere Roman Kryptos. Aber worum geht's? Die Welt ist zugrunde gegangen. Es gibt nicht mehr genügend Platz für die Bevölkerung. Was tun? Es gibt sogenannte Weltenprogrammierer, die eigene Welten programmieren, wo die Bewohner von der Welt hingehen können. Aber nicht alles läuft gut und es kommt zu einer Riesenverschwörung. Ich stelle es mal kurz hinten vor. Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designation entstehen alternative Realitäten, die sich so echt anfühlen wie das reale Leben. Fantasyländer, Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Also mit diesem Weltendesigner kann man sozusagen alles wieder neu machen. Und es fühlt sich so an, als wäre es echt. Doch dann passiert ausgerechnet in Carrie Book, so heißt die designte Welt, einer der designten Welten, den friedlichsten Welten von allen, ein Verbrechen. Und Jana ist gezwungen zu handeln. Ein fantasievolles, ein gut vorzustellendes Epos, was mit den Zeiten spielt. Wer also Fantasy und irgendwie so Realitätenswechsel mag, dann kann ich dieses Buch nur empfehlen. Andy, Herbert und Charlie sind Freunde, büffeln zusammen für die Schule, hören Musik. Eines Tages beobachten sie, wie im Haus gegenüber ein Mädchen einzieht. Inga. Andy ist von Inga gebannt. Auch als sich herausstellt, dass sie drogensüchtig ist, weicht er nicht von ihrer Seite. Er verbringt seine ganze Zeit mit ihr und vernachlässigt immer mehr seine Freunde und die Schule. Es gibt eine Menge Schwierigkeiten und plötzlich sind Andy und Inga verschwunden, untergetaucht in einer WG in Bremen. Wird Andy jetzt selbst in den Strudel der Abhängigkeit gezogen? Die Freunde wollen Andy nicht aufgeben. Die Rede ist von Die Einbahnstraße. Wie gesagt, es geht um einen Jungen,
der eine Drogensüchtige, ein drogensüchtiges Mädchen kennenlernt und beide verwickeln sich da so miteinander. Im Gegensatz zu den anderen Schulbüchern, die ich bis jetzt gelesen habe, eine Handvoller Sterne, Schattengänger oder das neueste Chick, ist das wirklich das Einzige, was ich bis jetzt als gutes Buch bezeichnen würde? Man lernt so viel über Drogen. Und das ist ja erstmal schlecht. Aber was dieses Buch wirklich gut macht, ist, dass man sehr viel über Drogen lernt und ihre Gefahr. Wie man sich erstmal da rein, wie leicht man sich da reinfinden kann, das ist echt hart. Mich hat dieses Buch wirklich auch emotional getroffen, gerade das Ende. Ich will hier natürlich nicht rumspoilern. Und allein das Cover ist auch schon echt kreativ. Die Einbahnstraße, das heißt, wenn man einmal Drogen genommen hat, kann man nicht mehr raus. Sehr gute Metapher. Und die Spritze als Schatten, genial. Ich fand dieses Buch wirklich gut, auch wenn es nur ein Schulbuch war. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Und es könnte auch eine reale Geschichte sein. Also hier kann man wirklich sehr viel mitnehmen fürs reale Leben. Möchte ich gerne nochmal einen kleinen Aufruf machen. Und zwar habt ihr Ideen, was ich noch hochladen könnte? Egal, ob es mit Büchern zu tun hat oder nicht, ich bin für alles bereit. Auch könnte ich mir vorstellen, über Serien wie Agents of S.H.I.E.L.D. oder Lucifer mal ein kleines Video zu machen. Ihr dürft entscheiden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache dazu nochmal ein einzelnes Video. Und damit bis zum nächsten Mal hier auf Held der Bücher.